Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Und ich denke mal, da gibt es nicht viel zum Unboxing und Hardware-Video in einem. Hardware-Check werden wir dann später machen, mit anschließen, allem drum und dran. Und ich habe für euch eine Monitorleuchte, weil ich hatte ja von BenQ welche schon vorgestellt für Monitor, für einen Laptop. Und da haben mir auch viele gesagt, gibt es die auch im Preis Werter. Und da hat sich die Firma bei mir gemeldet und hat gefragt, hier, wir haben hier so ein Produkt, hast du Lust, das mal vorzustellen? Und ich fand das ganz interessant, weil ich bräuchte noch eine Monitorleuchte, jetzt nicht für mich, sondern für meine Mami, für ihren Monitor. Wenn sie da vorsitzt, die macht da nicht viel, nur ein bisschen ja, Papierkram, ist aber nicht, meistens spielt sie solitär. Hoch und runter, solitär hoch und runter. Das weiß ich nicht, das hat sie damals angefangen. Von dem Spiel kommt sie halt einfach nicht weg. Meine Mutter liebt das Ding einfach. Und das ist dann immer mit so einem Futzellicht und macht ihr auch die Augen kaputt. Und da kam mir das ganze Liegen. Habe ich gedacht, das kann ich meiner Mama schenken für ihren PC. Da freut die sich. Ich werde es natürlich erstmal hier bei mir testen. Oder dann später vielleicht für meine Tochter, wenn die ihren PC hat. Aber momentan PC zusammenstellen ist teuer. Das wäre dann halt schönes Licht für den Monitor, dass er nicht ganz im Dunkeln ist, weil halt, wie gesagt, die Augen kaputt macht. So, hier hinten haben wir auch dann noch mal Bilder, wie es aussieht. Das war die jetzt. Ich zoome mal ran. So. Spiegelt ein bisschen, müssen wir aufpassen. Einmal, dass er halt hier gerade runterhängt, mit dem Gewicht halt direkt hinterm Monitor. Einmal zeigen sie, dass man das variieren kann, wie weit das geht. Und einmal, dass man es neigen kann. Hoppala. Also auf meinen vorderen Monitor kann ich sie nicht rauf machen, weil die hat eine ganz dünne Leiste oben, da funktioniert das nicht. Hier haben wir dann noch eine Anleitung, User Manual, LED, Screenlight. Auch mit farbigen Bildern, das ist schon mal sehr positiv. Ich muss mal gucken, ob hier auch irgendwo Deutsch ist. Schreibtischlampe, Anleitung, ja. Wir haben Touch-Sensoren auf der Lampe oben. Hier wird euch gezeigt, wie es auf dem Monitor ist. Ich bin mal gespannt, wie breit das ist, dass man das machen kann. Ich werde das mal kurz hier runterlegen, dass man das so ein halbwegs bisschen sieht. Hier haben wir ein Imbo und ein Würfel. Ja, keine Ahnung, für was. Hier haben wir den USB-Kabel zum Strom der Lampe. Hier steht auch Typ C drauf und auf der anderen Seite ist das USB-Symbol. Und das ist ein gesleevter Kabel. Also nicht nur so Gummi, sondern wirklich ein schöner gesleevter grauer Kabel. So, dann. Oh Gott. Ja, schwer. Oh, das ist aber gewichtiger. Das ist die Halterung. So. Hier kommt dann praktisch die Lampe rein. Und das ist das Gewicht. Ach, okay. Dafür ist der... Ah, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Gut. Aber wofür der Imbo ist, weiß ich immer noch nicht. Wofür ist der Imbus? Vielleicht steht es in der Anleitung. So, ich zeige euch das mal kurz.
Wir haben hier einen schwarzen Plasterwürfel drauf. Für den Abstand vom Monitor. Das ist jetzt für dickere Monitore. Wir haben aber auch einen weiteren Plasterwürfel mit bei. Das ist eine einfache Lösung. Aber wenn sie funktioniert, warum nicht? So, wir haben hier noch einen breiteren Würfel mit bei. Ich lege die mal übereinander, dann seht ihr das. Und wir nehmen einfach das kleine weg. Und hier ist Gummi. Wo ist das Gummi? Hier ist kein Gummi mit bei. Das ist ja schade. Oder ich habe hier irgendwas versehen. Weil normalerweise sollte jetzt hier praktisch Gummi sein, wegen Anti-Rutsch und so. Und dann macht man das praktisch. So. Darauf. Und dann haben wir hier einen kleineren Durchmesser für kleinere Monitore. Ja, für dünnere Monitore, damit man das dann stabil machen kann, so. Müsst ihr euch das vorstellen. Was jetzt ein bisschen schade, ach, hier kann man das hier kann man auch noch ein bisschen auseinanderziehen. Also wenn das jetzt zu dünn ist, kann man ja auch ein bisschen weiterziehen. So. Weil. Das eindeutig. Und wenn man jetzt wirklich richtig Breiten hat, passt das halt hoch. Aber für mich, so, brauche ich dieses kleine Ding. Also wirklich diesen kleinen Abstand. Und dann halt ein bisschen größer wahrscheinlich. Und hier kommt dann der Anschluss für ein Kabel rein. Wir haben jetzt hier die Leuchtelement. Ja. Ist schon sehr stark angelehnt an BenQ, muss ich sagen. So. Ja, auch hier die Bedienfeld. Das Bedienfeld muss nach oben zeigen. Hier, das ist der Lichtsensor. Das sind die Bedientasten. Ein bisschen gummiert. Und das kommt dann praktisch. So. So hier rein. Ja. Dann schließt man den USB-C-Kabel hinten an. Was schon sehr gut, dass das USB-C-Kabel ist. So. Und dann schließt man das, macht man das praktisch. Ich zeige euch das mal so. Macht man das praktisch so am Monitor und dann hat man hier die Lampe und hier ist praktisch die LED und die kann man dann so oder halt wartet, so, also so gerade runter machen, leuchtet sie genau den Monitor lang runter, würde ich euch nicht empfehlen. Ich würde euch wirklich empfehlen, das so weit wie möglich hier nach hinten zu machen. Hier, damit das so schräg ist. Und die LED dann praktisch so schräg ist, dass sie so nicht direkt runter am Monitor, sondern so ein Stück weiter, damit ihr praktisch, wenn jetzt hier euer Monitor steht und das jetzt drauf ist, damit sie nicht runter leuchtet, sondern so lang leuchtet, damit die Tastatur und die Maus beleuchtet ist. Das könnt ihr euch dann auch noch ein bisschen variieren, wenn ihr dann hier so ein bisschen dreht. Und dann könnt ihr dann halt hier mit steuern. Das werden wir dann gleich uns alles angucken. Ihr habt auch, was sehr gut ist, wenn ihr hier vorne drauf guckt. Hier steht die Firma. Quantis. Habt ihr hier vorne die Symbole. Ein und aus. Dann Viereck. Das wird wahrscheinlich das Licht sein. Welches Licht? Nee, hier ist die Temperatur.
Also weiß oder blau, weiß oder gelblich. Weil so ein Thermometer, das ist meist für Lichttemperatur und hier Sonne wird wahrscheinlich sein für den Lichtsensor. Das werden wir aber alles testen. Und hier steht dann auch nochmal Screenlight. So, von der Verarbeitung her macht es einen guten Eindruck. Außer mit dem Würfel, aber der sitzt jetzt wirklich gut drauf. Was schade ist, dass da kein Gumminoppen dran sind. Also ich habe leider auf dem größeren Modell, was ich ja definitiv brauche, habe ich auf beiden Seiten keine Gumminupsels. Das finde ich sehr schade. Wobei das ja eigentlich gebraucht wird wegen Anti-Rutschschutz. Das ist jetzt nur noch nur auf der Seite und auf der Seite halt nicht. Das finde ich sehr schade. Das mit dem Gewicht geht ganz gut. Haken so ein bisschen. Ab und zu, aber ja, das muss ich erstmal einspielen. Hier haben wir auch nochmal Gummi. Ja. Von daher eigentlich ganz gut. Ich guck mal, habe ich vielleicht was übersehen? Nee. Ich habe jetzt auch hier die Tüten alle. Ich habe leider keine Ersatznupsis. Also entweder ist das jetzt ein Fehler, dass ich ein Motorsmodell erwischt habe. Das ist ein Fehler vom Werk aus oder das ist Standard. Wozu ich jetzt hier das brauche, habe ich auch keine Ahnung, warum ich ein Imbo brauche. Da bin ich ja auch überfragt, da muss ich im User Manual mal nachlesen. Also wenn ich ein Montagsmodell habe, dann ist es halt so, aber wenn es Standard ist, dass da die Ersatzklebenupsis nicht mit bei sind, finde ich das sehr schade. Also das würde ich mir schon wünschen, dass da auf beiden Seiten Klebenupsis mit bei sind. So, jetzt gucken wir mal. So. Ja, das war's schon. Imbusschlüssel. Hier steht auch nichts von Ersatzklebenupsis. Wofür ist der Imbusschlüssel? Ach, dafür ist der. Der ist hierfür. Warte. Für die Rückseite irgendwie. Also hier auf dem Bild zeigt der Imbo daran, an die Stelle. Warte, ich zeige euch das. Ja. Heute Start zeigt der Imbo ran. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ach. Okay, hier ist ein. Okay, ich hab's glaube ich raus, aber da kommst du so nicht ran. Ha, so, da ist ein Klebenupsi drauf. Da ist der Imbo. Da kann man dann noch nachträglich festmachen. Also wenn es dann locker wird, kann man das Klebenupsi kurz abmachen mit der Pinzette rein oder so. Nachziehen und dann klemmen ob sie wieder rauf und dann sieht man die Schraube auch nicht. Ha, gefunden. Ja, dann müssen wir jetzt mal nur noch testen, ob die Screenbar für kleines Geld. Ich muss das aber erstmal noch auseinander wieder bauen. Ob die Screenbar für kleines Geld auch vernünftig funktioniert. Das werden wir gleich im nächsten Video machen. Das kann ich heute aber nicht mehr machen. Dafür ist es zu spät. Das werde ich morgen machen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt hier fürs Unboxing erstmal. Wie gesagt, ihr habt die Lampe. Ihr habt eine Anleitung, logischerweise. Ihr habt die Befestigung. Ihr habt ein USB-C-Kabel, der gerade bei mir lose ist, weil das Gummi ab ist. Der ziemlich lang hoch ist und die Sleeved ist.
Und ihr habt, wo haben wir es? Dann noch so ein Ersatzviereck, wenn ihr halt kleiner oder größeren, kleinere, dünneren oder dickeren Monitor habt. Unten irgendwo, um den Arm hier festzuschrauben, falls er mal locker ist, also hin und her wackelt und ihr das nicht richtig festkriegt am Monitor. Also seid dafür alle Eventualitäten gewappnet. Qualität ist okay, würde ich sagen. Für den Preis ist es okay. Verarbeitung sieht auch sehr gut aus. Ich sehe auch, dass die LEDs hier nicht direkt sichtbar sind, sondern schräg angeordnet sind, damit sie nicht direkt leuchten. Das ist schon mal schön. Von den Tasten und ja, auch vom Lichtsensor, der sieht bei anderen Firmen, also BenQ, halt besser aus, muss ich sagen. Also hier oben, das Bedienfeld und das. Aber da kostet sie auch halt wesentlich mehr. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die eigentlich ein gutes Licht macht. Das werden wir aber gleich sehen. Das werdet ihr im nächsten Video sehen. Ich bin jetzt erstmal weg. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.